Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Der vorletzte Tag der 12 Tage Halloween beginnt heute oder beginnt jetzt. Und ich habe nochmal ein Projekt mitgebracht für Potterheads. Und zwar das Tagebuch des Tom Riddle. Die Idee ist mir gekommen, weil ich gerade das Hörbuch höre. Und das Tagebuch von Tom Riddle hat eine Erinnerung, die am 13. Juni eingetragen wird. Und da habe ich Geburtstag. Und da habe ich gedacht, komm, machen wir doch mal so eine Verpackung. Ich habe so ein Buch letztes Jahr schon mal gemacht in der Serie. Und da habe ich gedacht, so machen wir doch dieses Jahr einfach nochmal für die, die es letztes Jahr nicht gesehen haben. Das kann man hier aufmachen und da verbirgt sich eine kleine Süßigkeit drin. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch heute natürlich gerne wieder. Ich mache es hier noch einmal zu und dann geht das auch schon los. Ist ein bisschen aufwendiger verziert. Letztes Jahr haben wir viel mit Designerpapier gearbeitet, aber das kriegen wir alles hin. So, womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit der innenliegenden Box. Und da habe ich Farbkarton Zimtbraun genommen. Ihr könntet auch gut nehmen Savanne oder ihr bleibt in dem Wildleder oder Espresso wäre vielleicht ein bisschen dunkel, Vanille pur, irgendwie sowas. Aber ich habe jetzt Zimtbraun, das gibt so einen schönen homogenen Eindruck. Und wir basteln wieder eine festere Box mit so einer doppelwandigen, wie wir es auch schon bei der Schiebebox gemacht haben. Ich habe hier zugeschnitten 13 mal 16 cm. Die 16 cm ist genau hier an der Kante. Und wir falzen an allen Seiten wieder bei 2 und bei 4 cm. Ich gehe jetzt einmal bei 2 cm rum. Und dann noch einmal bei 4 cm auch an allen Seiten. Das lege ich dann hier drüben an. Das geht einfach ein bisschen schneller, einfacher mit dem Links und Rechts anlegen. Ich glaube, das habt ihr jetzt auch schon oft genug gesehen bei mir. So. Eingeschnitten wird auch wieder wie bei der Schiebebox. Ganz einfach die zweite Falzlinie bis zur zweiten Querfalz, die erste bis zur zweiten Querfalz und dann wird nur das Öhrchen hier stehen gelassen. Und das machen wir an allen vier Seiten, also die zweite Falz bis zur zweiten Querfalz und dann das Klebeöhrchen, die Klebelasche stehen lassen. Arbeitet von den langen Seiten euch rein. Nicht, dass es dann plötzlich mal passiert, dass ihr euch was wegschneidet. Ich sehe ein bisschen beschrabbelt aus, es ist nämlich schon abends. Aber meine Technik spielt diese Woche irgendwie verrückt. Jetzt hat sie sich vorhin beim Upload der gestrigen Folge, die ich ja heute fertiggestellt habe, meinen Rechner aufgehängt, sodass auch die Folge wieder später online kommt. Und die lädt noch und dann habe ich gedacht, naja, seht ihr, jetzt habe ich hier gequatscht. Habe ich es falsch eingeschnitten? Hier ist es falsch eingeschnitten. Ist nicht so dramatisch. Das passiert, wenn man quatscht. Aber Hauptsache, das Öhrchen ist da. So, jedenfalls, ja, ich habe ein bisschen technische Probleme. Das zieht sich jetzt so diese Woche hier durch das Programm. Meine Lichter kommen am Donnerstag. Solange muss ich hier auch noch mit diesem schattenwerfenden Licht arbeiten. Hilft nichts, ne? So, ich schräge, habe hier zwischenzeitlich dann wieder alles angeschrägt. Die Box können wir auch gleich zusammensetzen, da müssen wir kein Fähnchen mehr anbringen. Das funktioniert alles ganz gut. Mich irritiert hier dieses Öhrchen, was da falsch ist. So. Aber das kennt ihr ja auch schon. Deswegen kann ich jetzt hier einfach ein bisschen wegarbeiten. So. Ich brauche Klebeband. Und zwar an die langen Laschen von innen. Und an die Öhrchen von außen. Ihr könnt das auch mit Flüssigkleber machen. Aber ich finde, mit Abreißklebeband geht es ein bisschen schneller. Ups. Nicht kaputt machen hier. Jetzt nicht anfangen zu flusen, zu schlusen.
So, wir fangen an mit den Öhrchen. So, dass man die Falzlinie noch sehen kann. Hier habe ich ein bisschen eingerissen, ist aber nicht so schlimm. Da war ich ein bisschen fahrig. Und jetzt falzen wir oder legen wir diese äußeren nach innen. Das gibt der Box oder dem Buch ein bisschen mehr Stabilität. Dann schlackert das drinnen nicht so rum, weil der Buchdeckel an sich schon ein bisschen lapperiger ist. So. Da passt unsere Süßigkeit jetzt auch gerade so rein. Die quetschen wir ein bisschen rein, das passt so. Dann schlackert da nichts rum und die Box haben wir soweit fertig. Jetzt kümmern wir uns um den Deckel. Und da beginnen wir als erstes mit einem Stück Farbkarton schwarz. Der hat die Höhe von 8,5, also ein bisschen höher als unsere Box. Die ist 8 cm und das ist 8,5. Und in der Länge habe ich es bei 14 cm, das entspricht 5,5 Inch. Und jetzt nehme ich mir das Simply Scott Falzbrett. Da ist auch ein Falzstift mit drin, den hatte ich hier nur bei mir in der Schublade. Und dann legen wir das an. Das könnt ihr auch mit dem Papierschneider machen, aber da wird das ein bisschen komplizierter. Und zwar 5,5 Inch, die Mitte davon sind 2 3/4. Hier. So, ich nehme mal die dünnere Kugel. Das ist meine Mitte. Und jetzt gehe ich nach links und rechts jeweils 6 Rillen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf dieser Seite bis 3,5 und in die andere Richtung 1, 2, 3, hier habe ich eine ausgelassen, 4, 5, 6 auf dieser Seite bis 2. Ihr könnt auch noch eine Rille jeweils mehr machen. Damit kriegen wir so die Rundung hier von dem Buchrücken schön hin. So, das sollte da gleich passen. Aber wir kümmern uns erst noch um die Dekoration hier. Und da seht ihr, das ist ja wie so altes Schlangenleder. Soll die Optik sein, so habe ich mir das gedacht. Und da nehme ich mir 2 Stückchen in Wildleder und die sind jeweils geschnitten auf 5,5 mal 8,5 cm. Und da werde ich mir die erstmal ein bisschen inken, ein bisschen altern, um die Ränder rum. Davon sieht man nachher nicht mehr viel, aber ein bisschen schon. Und das Tagebuch von Tom Riddle hat ja schon einiges mitgemacht. Das ist ja schon öfter mal in der Toilette gelandet. Ist feucht geworden, also das ist schon ein bisschen mitgenommen. Und die Optik möchte ich halt auch ein bisschen erzielen von einem alten, wirklich auch alt gebundenen Buch. Und dafür nehme ich mir, wo habe ich sie? Die Prägeform Hammerschlag, die 3D-Prägeform. Jetzt weiß ich wieder nicht, welche Seite ich benutzt habe, die hier. Und da werde ich mir das einfach embossen. Ich nehme mir die Versamark Stempeltinte und gehe hier einfach mal über die Seite, wo das Logo vorne drauf ist. Leg mir das Papier da drauf. Klappe das zu. Dann brauche ich ein bisschen Platz, weil ich nämlich jetzt die Stanz- und Prägemaschine brauche. Da haben wir die Stanz- und Prägemaschine und wir nehmen den 3D-Prägeaufbau. Das heißt, wir brauchen die Basisplatte, die Platte Nummer 1 ohne Auflegeplatte und die Platte Nummer 4. Das ist die Prägeplatte. Früher war die blau. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Und jetzt ist es halt so ein graues Plastikteil. Also wenn ihr die blaue habt, die funktioniert auch. Die sind von den Maßen her, das habe ich euch vorgestellt, gleich. So, jetzt lösen wir uns das hier wieder raus.
Und dann nehme ich mein Prägepulver, das Embossing-Pulver Klarlack. Und gehe hier einmal rüber. Man könnte auch die andere Seite sich nehmen, je nachdem, was man gerne hätte. Ich wollte aber so dieses Schuppige hier so ein bisschen wie eine Schlangenhaut, ne? Weil die Kammer des Schreckens, da befindet sich ja auch der Basilisk. Und das ist ja so ein Schlangentier. Und der Basiliskenzahn vernichtet ja auch diesen Horcrux. Das ist ja ein Horcrux, das Tagebuch. Und jetzt werde ich mir das einfach nochmal hier einschmelzen. So, das war echt eine coole Optik, ne? Wenn ich das mal so, ich hoffe, das kann man gut erkennen. Wie gesagt, das Licht ist im Moment ein bisschen schwierig. Und draußen ist es jetzt auch schon dunkel. So, die Schlangenhaut haben wir. Und jetzt können wir uns um den Buchdeckel kümmern. Und jetzt mache ich was, was ich vorhin erst später gemacht habe, was ich jetzt aber verdecken möchte. Ich habe nämlich ursprünglich gedacht, das ist dieses Band in Wildlederoptik. Und ich hatte gedacht, das kann ich mit dem Crystal Effects gut ankleben. Das hat aber nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht geklebt. Und deswegen musste ich tackern. Und deswegen habe ich hier, wenn ich das aufmache, also hier sieht man die Tackernadel, das ist aber nicht wirklich schlimm, aber man sieht sie auch hier drin und das möchte ich jetzt vermeiden. Deswegen nehme ich mir mal hier und guck mal, wie viel Band ich da in etwa brauche. Ich bin mal ein bisschen großzügiger. Lieber einen Zentimeter mehr als einen Zentimeter zu viel. Und jetzt habe ich die Schiebeakzente. Nennen die sich Eck- und Schiebeakzente in Antikoptik. Die gehören in die Produktreihe Mehr der Möglichkeiten. Ich habe es gerade nicht parat. Und zwar nehmen wir da einmal diese Schnalle. Die Schnalle. Und dann ziehe ich mir das hier über den Mittelsteg. Führe das hier wieder zusammen. Hier liegt es also übereinander und das tacker ich mir auf mein Cover, so dass der Verschluss hier ist. Ich könnte es ein bisschen tiefer, dann komme ich mit meiner Dekoration ein bisschen gefälliger hin. So, und jetzt tacker ich das hier einfach einmal fest. Die Tackernadel kann ich leider nicht verstecken. Wie gesagt, kleben funktioniert nicht. Heißkleber gibt mir da auch zu viel. Also da müssen wir jetzt durch. So, und jetzt klebe ich mir das bündig hier auf den Buchrücken. Da kann ich Abreißklebeband nehmen oder ich nehme Flüssigkleber. Wichtig ist halt nur, dass wir gut an die Ecke kommen. Ups. Dass wir hier gut wirklich die Ecken erwischen. Nicht zu viel, nicht dass an der Seite vorbeiquillt, das ist auch wieder doof. So. Seht ihr, da quillt ein bisschen dran vorbei. Aber Klebehände gehören zu Bastlern auch mit dazu. So, einen Moment anziehen lassen. Und jetzt machen wir das auf dem Rücken auch nochmal. Da müssen wir es jetzt nur einfach aufkleben. Wie gesagt, schön bündig am Rand, dass da keine Eselsohren nachher entstehen. Ich hatte es ursprünglich nur gedacht mit diesen als Buchcover. Aber ihr seht, wie sich das wellert durch das Embossen. Das wäre jetzt nicht wirklich schön und stabil gewesen, deswegen habe ich den Buchrücken einmal in Schwarz komplett gezogen. So, damit ist das kleine Buch. Auch schon fertig. Jetzt können wir unsere Box einkleben.
und noch ein bisschen dekorieren. So, das muss ein bisschen anziehen. Ihr seht, der Buchrücken passt da gut drumherum. Erst ein bisschen anziehen lassen, bevor hier was verrutscht. Der Buchrücken passt aber wirklich gut drumherum. Ihr habt sogar noch ein bisschen Luft hier. So. Ne? Sieht doch schon mal gut aus. Können wir das hier schon einmal schließen? Jetzt habe ich Kleber an der Finger. Also das geht hier einfach bloß einmal von unten durch die Lasche. Und dann hier wieder zurück. Und festziehen. So fest, wie ihr es haben wollt. Einen Überstand können wir noch, jetzt sehen wir ja, wie lang es ist, können wir ein bisschen abschneiden. So. So hält das zu. Und für die Dekoration, ein bisschen kann es noch. So, fest. Und für die Dekoration habe ich zu einem Set gegriffen, was gar nicht Halloween ist, nämlich zur Wunderbare Welt. Da haben wir die Feder und das Tintenfass drin. Und das fand ich passt ganz gut zu so Tom Riddles Tagebuch. Und da nehme ich mir einfach ein Stück Farbkarton in Wildleder. Und das Tintenfass stempel ich in Marineblau. Und in Wildleder stempel ich die Feder. Das können wir gleich ausstanzen. Und dann machen wir uns noch ein kleines, hier dieses Open if you dare. Damit das Tagebuch auch einen Titel bekommt, weil ansonsten war es mir auch ein bisschen nackert. Das hätte ich auch schon vorbereiten können, aber so zeige ich es euch halt nochmal. So, ich mache mal hier zu, sonst schlackert mir das so in der Gegend rum. Jo. Und für das Open If You Dare habe ich gegriffen zu Halloween. Da sind wir jetzt tatsächlich dabei. Hallows Night Magic ist dieses Open If You Dare. Das hatten wir jetzt während der Folge auch schon. Das habe ich hier schon auf dem Stempelblock drauf. Und irgendwo wuselt hier auch noch ein kleines Stück Schwarz rum. Das embossen wir uns einfach in Weiß da drauf. Dazu brauchen wir wieder Diversamarkt-Tinte. Open if you dare. Jetzt brauchen wir das weiße Prägepulver. Und auch das schmelzen wir nochmal ein, bevor wir es ausstanzen. So, das können wir beiseite räumen. So ist heute wieder mal mein Füllwort. Aber wer so sagt, hat noch Reserven, obwohl ich heute keine mehr habe. So, die Stanz- und Prägemaschine, da war es schon wieder, habt ihr es gehört? Magnetische Plattform. Fangen wir mal der Einfachheit halber an mit Feder und Tintenfass. Und da gibt es ja dann auch die passenden Stanzformen zu dem Stempelset. Das gibt es auch noch als Produktpaket. Das kommt hier die Feder und das Tintenfass. Harry Potter schreibt ja auch mit einer Feder in diesem Tagebuch. Mit dieser... Nee, er hat ja vernünftige Tinte, aber dann taucht ja die Antwort in so einer unsichtbaren Tinte, die dann aufbloppt auf. Ja, super. Das machen wir nochmal, das Tintenfass. Da bin ich verrutscht. Wie gut, dass ich ein schwarzes T-Shirt an habe. Ich sollte aufhören, Videos zu drehen heute. Aber so kann ich es morgen früh gleich schneiden. Dann geht das hoffentlich mal pünktlich online. So. Wenn ich das Tintenfass sehe, da denke ich immer an das russische Märchen, die Märchenverfilmung von der Eiskönigin, ganz alte Verfilmung, Fingerhut, wer die noch kennt, mit dem Tintenfass, was sich bewegt hat. Das war allerdings so ein schönes, rundes. So, Open if you dare. Aber die russischen Kindermärchen, die waren toll verfilmt. So, und da habe ich jetzt die Zierrahmen, da habe ich so ein Etikett, das verkürze ich mir einfach nur ein bisschen.
Ich habe ansonsten jetzt nicht so wahnsinnig Passendes gefunden. Ich habe da echt lange gezirkelt, dass ich was gefunden habe, was da vernünftig hinpasst. Man kann auch einfach nur ein Rechteck ausschneiden, die Ecken ein bisschen mit einer kleinen Stanze wie ein Ticket stanzen. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier wirklich die Führung gut erwische. Wollen sehen. Ich glaube, ich bin wieder ein bisschen verrutscht. Aber da müssen wir jetzt durch. Nee, hat geklappt. Wunderbar. Kunst kommt von Können. So, jetzt kommt Open If You Dare da einfach drauf. Mit Dimensionals. Ich habe nach oben hin jetzt ein bisschen mehr Platz. Ich habe hier vorhin gesehen, es legt sich nicht so schön rund. Wahrscheinlich, weil ich einmal so komisch gefalzt habe. Doch, jetzt passt es. Wer weiß. So, hier liegt ein Dimensional offen. So eine kleine Ecke brauche ich noch fürs Tintenfass. Ach, und dann brauchen wir auch noch die Eckakzente, ne? Die habe ich ganz vergessen. So, die Feder kommt jetzt hier mit dahin. Schön drapiert, den oberen brauchen wir nicht. Der würde jetzt nämlich, das habe ich gerade gemerkt, der würde auf dem Band liegen. Und das soll es ja nicht. Jetzt klebt es. Und dann brauchen wir ja noch die Eckakzente, die das wirklich schön rund machen. Und die können wir jetzt aber mit dem Crystal Effects aufkleben. Das hält wirklich gut. Wo ist es? Hier. Das muss nur einen Moment anziehen, aber das ist wirklich ein schöner, fester Kleber. Aber lass das einen Moment anziehen und dann halten die da wirklich gut drauf. Sollten eure Dimensionals Probleme haben mit dieser Oberfläche hier, ja, jetzt halten sie, dann könnt ihr da auch einen Klecks von dem Crystal Effects drunter geben, dann hält das. So, Tom Riddles Tagebuch ist fertig. Juhu, ich hoffe, ich klang jetzt nicht zu gehetzt, aber wie gesagt, irgendwann ist dann auch bei mir mal Schicht im Schacht. So, zweimal Tom Riddles Tagebuch, mein Projekt für heute, für Tag 11. Und morgen haben wir noch mal ein bisschen ein umfangreicheres Projekt, das Abschlussprojekt. Und dann haben wir es geschafft. Dann sind 12 Tage Halloween dieses Jahr auch schon wieder rum. Aber heute erstmal dieses Projekt. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich finde, so Bücher sind immer mal wieder eine schöne Idee. Die kann man in unterschiedlichen Arten produzieren. Und ja, für eine Taufe kann ich mir das auch gut vorstellen. Natürlich jetzt nicht in dem Design, aber ne, oder für eine Konfirmation als Bibel oder irgendwie so. Und damit, ich finde jetzt ein Ende, wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt kreativ und bis morgen zur letzten Folge der 12 Tage Halloween. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.